Vielleicht sollte ich es lieber nicht aufhängen bei mir zu Hause. Das passt nicht so wirklich ins Ambiente hinein. So. Irgendwie müssen wir hier auf den Hof kommen, glaube ich. Ich glaube, das ist unser Ziel. Irgendwo da hinten. Was willst du denn? Ich guck doch nie raus. Also. So, wir haben hier aber auch noch ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Das haben wir doch vorhin schon gehabt. Oder ist das jetzt ein. Ist das jetzt ein Plattenspieler? War doch vorhin auch. Der Klang der Hingabe. Dies war der Plattenspieler des verstorbenen Präsidenten Gabriel Castillo. Eine Familienlegende besagt, dass er auf eben diesem Plattenspieler die Hymne seines Landes hörte, als die Männer von Santos Espinosa kamen, um ihn von seiner Zelle zum Schafott zu schleifen. Das ist also tatsächlich ein Unikat. Es ist das Ding, das ihm gehört hatte. Der Plattenspieler. Ja, wunderbar. Willst du mich verarschen? Okay, wenn hier jetzt die Geschichte zu den beiden steht, dann verstehe ich es vielleicht. Würdevoll bis zum Ende. Präsident Gabriel Castillo begegnete seinem Tod durch die unrechtmäßige Hinrichtung mit Würde. Gefasst und verständnisvoll konnte er seinem Volk in seinen letzten Momenten in die Augen blicken, so wie er es immer getan hatte. Nachdem er sich ein letztes Mal ein Porträt seiner Familie angesehen hatte, beendete er das Ankleiden und die Körperpflege. Dies ist die Haarbürste, die er vor seiner Ermordung benutzte. Einige seiner Haare sind noch immer in den Borsten gefangen. Dieses sentimentale Erbstück ist hier ausgestellt und nicht etwa Teil einer privaten Sammlung, um alle wahren Jaraner daran zu erinnern, dass kein Versuch, die Geisteshaltung eines Castillo auszulöschen, erfolgreich sein kann. Das werden wir ja sehen. Ich weiß nicht, was dieser Koffer zu bedeuten hat. Die Bürste, das verstehe ich. Und das ist Castillo oder was? Ich hab keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel. Der sieht aber auch keinem hier ähnlich. Vielleicht der Typ da hinten. Ich habe keine Ahnung. Oder der? I don't know. So, und das ist der Stuhl, auf den er sich hingesetzt hat, kurz bevor er aufs Klo gegangen ist, oder was? Okay, das Sitzkissen. Ein bescheidener Thron. Dieser Stuhl war der Lieblingsplatz des verstorbenen Präsidenten Gabriel Castillo. Das Kissen und der Fußschemel sind ebenfalls geprüfte Originale, die vom verstorbenen Präsidenten bevorzugt wurden. Sie wurden zwischenzeitlich gestohlen und während seiner Präsidentschaft von Santos Espinosa benutzt. Aber mittlerweile sind sie wieder in den Besitz der Castillo-Familie übergegangen, natürlich. Klasse, was für ein Stuhl. Der sieht sehr bequem aus. Sehr bequem. Nicht. Absolut nicht. Okay, was haben wir hier noch? Wunderschöne Porträts. Sag mal. Na? Ich spiele das hier mal ab. In einem letzten Akt des Blutvergießens vollenden die Mörder von 67 ihren Plan mit der Hinrichtung meines Großvaters Gabriel Castillo. Dem Vater unseres glorreichen Señor Presidente Anton Castillo. Sie plündern die Hauptstadt und rauben Castillo-Erbstücke sowie unbezahlbare Gegenstände unserer Geschichte. Zum Glück haben wir die meisten dieser Artefakte mittlerweile zurückgehalten. Interessant. So wie der heilige Gral hier. Oder der heilige Kerzenständer wohl eher. Das ist der heilige Gral. Oh Gott. Okay, wir gehen mal weiter. Die Führung ist, glaube ich, nicht mehr so lang. Ich glaube nicht. Wir gehen mal in den nächsten Raum. El Tigre? Ist Carlito etwa ein scheiß Panzer? Na klar doch! Was? Was hast du denn gedacht? Ich habe heute eine Beerdigung, mein Gott. Oh. Einer unserer besten Soldaten wurde ja das heilige Erde zur Ruhe gewendet. Ey, Alter. Was willst du von mir, Mann? Ich guck mir das scheiß Museum an, das voller Lügen ist. Oh mein Gott, ey. Ein Buch, ein Koffer und ein Feuerzeug. Ein Koffer voller Träume. Dies ist der Koffer, den Antons Mutter Yolanda packte, als sie und ihr 13-jähriger Sohn Anton von Espinosas Terroristen gezwungen wurden, ins Gefängnis umzuziehen. Es sollte über seine gesamte Kindheit und Jugend Antons Zuhause sein, wo er Tabak für das Volk von Yara schnitt. Obwohl er von Ungerechtigkeit und hohen Mauern umgeben war, hörte er nie auf, von der Wiederherstellung des Paradieses auf Yara zu träumen. Er arbeitete hart und lernte fleißig, um ein gelehrter Mann zu werden, der für das Präsidentenamt geeignet war. Der das Land jetzt terrorisiert. Unfassbar. Oh, da hinten ist tatsächlich Anton und Diego, sein Sohn. Wir gucken uns erstmal das Ding hier an, die Vase.
Wiederherstellung der wahren jaranischen Kunst. Eine im Gefängnis verbrachte Kindheit bescherte Anton Castillo eine besondere Wertschätzung für die Kunst und das Kunsthandwerk von Jara. Sie ist die Triebfeder für seine Mission, die greifbare Kultur der wahren Jaraner wieder auferstehen zu lassen und die unter Espinosa geförderten entarteten Kunstformen zu ersetzen. Zum Beispiel diese wunderschöne Vase, die wahrscheinlich Anton Castillo selber hergestellt hat, selber getöpfert hat. Sag mal, Alter, wenn du nicht sofort abhaust, dann werfe ich dir ein Messer ins Gesicht. Okay, wir müssen uns den Panzer schnappen. Ist das richtig? Wahrscheinlich ist das richtig. So, ach so, ich guck mir erstmal die Büste an hier. Der erste Löwe Jaras. Gabriel Castillo war der erste jaranische Präsident, der Jara modernisiert und neuen Wohlstand gebracht hat. Er hat seine Philosophie und seine Vision für Jara vollständig an seinen Sohn Anton Castillo vererbt, der vom Volk zum Präsidenten gewählt wurde, um Jara wieder zu dem Glanz zu verhelfen, den es unter Gabriel erlebte. Nie wieder darf Jara dem Schutz der Castillo-Familie entzogen und in den Ruin getrieben werden. Genau dafür werden wir sorgen. Genau dafür werden wir sorgen. Information. Oh, er hat sogar ein Buch geschrieben, natürlich. Und wer ist das? Okay, keine Ahnung. Nicht lange nach Santos Espinosas Tod wählt Jara mit Freuden unseren glorreichen Senior Präsidenten Anton Castillo. Den Jaranern ist bewusst, dass die Familie Castillo die Wächter ihres Schicksals sind. Jetzt, da wieder ein wahrer Jaraner das Sagen hat, kann Jara mit dem Wiederaufbau dessen beginnen, was die Mörder von 67 beschädigt und so lange hinausgezögert haben. Mhm. Interessant. Sehr, sehr interessant. So, hier geht's nicht raus. Hier geht's raus. Aha, okay, ist der Ausgang. Cool. Einfach diese billigen Pfeile, weißt du? So von wegen, hau ab jetzt. Okay, aber wir wollen nicht abhauen. Denn wir haben ein paar Wurfmesser dabei. Hier muss ich vorsichtig sein. Wie kann ich das denn reparieren? Einfach so. Und jetzt? El Tigre weiß, wo er hin will. Fahre, Carlito. Reparieren steht hier noch. Moment. Gefunden! Auf den Fahrersitz setzen. Okay, Left Hand. Wir hauen ab. Flammenwerfer. Wer ist das denn? Das ist El Tigre! Ja, und ab. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Aber echt. Jeder kennt Carlito. Okay. El Tigre, es gibt eine Höhle, die wir während der Revolution an der nächsten Straße links, dann zur Brücke. Okay. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Na klar, nichts, außer dieser Wagen hier, der einfach nicht abhauen möchte. So. So. Panzer außer Gefecht? Willst du mich verarschen? Komm schon. Ich muss den Panzer einfach reparieren, oder? Ja. Okay, wir reparieren ihn und dann schießen wir auf diesen Heli. Shit, ey. Komm schon, schneller! Weißt du, was soll das überhaupt bringen? Okay, auf Fahrersitz. Wo ist der Heli? Ist er weg? Okay, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Da markiere ich das direkt mal. Entschuldigung, darf ich mal... Ja. Ciao. Oh mein Gott, lass uns durch. So. Der Flammenwerfer gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Wow, das ging voll daneben. Da ist die Brücke. Hinter dem Schild rechts führt ein Pfad in die Schlucht.
Nichts hält uns auf, natürlich nicht. So, das ist der Pfad in die Schlucht. Carlito, ey. Ist ein Panzer. So, hinter uns ist niemand. Was ist denn? Warum? Okay. Ja, bitte. Zeitpunkt. Das macht dich verdammt Spaß. Es geht um Lobo. Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich kann unsere Geschichte über dich, Lobo und die Legenden hören. Aber ich hab grad zu tun. Ja, du hast recht. Ich wollte gerade sagen. Lito soll sich rächen. Vamos. Scheiß Granate, ey. Okay, wir müssen hier abhauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schüsse... Die Panzerschüsse nicht wirklich viel bringen, oder? Hier, guck mal. Carlito werden euch eure Helme nichts nützen. Mit Carlito kann ich nicht aufhalten. Okay. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie durch. So. Nein, hau ab, hau ab, hau ab. Scheiße. Oh, komm schon. Boah, mit dem Panzer zu fahren ist echt schwierig. Adieu, adieu. Selber schuld. Kämpfe oder lauf weg? Hey, Tigre, das Lito ist ziemlich alt und steckt mächtig Wasser ein. Würde das überstehen? Lito ist der, der tötet, Baby Tigre. Natürlich. Niemand kann Carlito töten. Mach weiter. Wir sind fast bei der Höhle. Sie liegt auf der rechten Seite. Wir fahren einfach durch alles durch. Ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Natürlich ist das meine Lieblingslegende hier gerade. Oh, das ist ja gar kein... Okay, sorry. Oh, wir sind da, glaube ich. Ich bin ja dabei. Das war's, ne? Freunde. Ja, Freunde, ihr seht richtig. Was ist jetzt? Wer ist denn jetzt hier? Oh, das ist doch Lorenzo. Lorenzo, wie schön. Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai. Oh. Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Das glaube ich auch. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Si! Na, geht doch. Komm. Komm schon, das wird gut. Schon okay. Komm schon. Keine Umarmung für uns. Immer schön auf Abstand bleiben. Wir haben immer noch Corona, ja, da draußen. Die Luft ist rein. Natürlich. Einsatz abgeschlossen. Ein nationaler Schatz. Wir haben Carlito befreit. Das war wirklich eine... Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verarschen und nur die Wahrheit blieb. Neue Fotos? Lobo hatte ein Talent dafür, leeres Gerede zu entlarven. Ich wünschte, er wäre hier. Er wäre so froh, uns und Carlito zu sehen. Mhm. Froh, dich und Carlito zu sehen. Mhm. Hör auf mit dem Unsinn, El Tigre. Ach, Regen. Okay, was ist mit den Fotos? Kann ich mir die Fotos nicht angucken? Was gibt's denn hier Schönes eigentlich? Medizin. Lesen. Handschriftliche Nachricht. Guerilleros. Wenn ihr Vorräte, Munition oder auch etwas Essen braucht, geht beim Guerilla-Depot vorbei. Es liegt auf unserem Weg. Und ist weniger als 1 Kilometer von hier entfernt. Läufer, die beste in der Leste.
Cool. Vielleicht kommen wir da dran vorbei, aber... So ein bisschen Stuff, ein bisschen Materialien brauchen wir immer. Brauchen wir immer, Freunde. Es ist, ja, wunderschön. Von wem hängt denn hier die Wäsche, bitte? Ich meine, ja, egal. So, was ist denn jetzt hier? Was haben wir für Fotos bekommen eigentlich? Ach, da sind die Kinder. Ja, ja, ja. Die Kinder von Lorenzo sind hier. Ich erinnere mich. So, wir haben eins, haben wir gefunden, ein Kind. Das heißt, die restlichen Fotos zeigen, wo die anderen sich befinden. Das ist tatsächlich nur, also ohne irgendwelche Wegweiser, nur mit den Fotos hier zu finden. Das ist schon krass, muss ich sagen. Also wenn wir diese Orte hier sehen sollten, ich meine, diesen Ort haben wir schon mal gesehen mit den Bildern. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich weiß es einfach nicht mehr. Egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wir haben jetzt hier, was ist eigentlich dieser Kreis hier? Ich meine, der gehört zu dem Konuko hier. Aber was soll das sein? Da ist doch nichts. Die CSS Viateur. Ah, das ist Boot, ne? Dieses Schiff, was wir angegriffen haben. Ach so. Okay. Ja gut, das macht Sinn. Das macht tatsächlich Sinn. Zimmerservice. Ich würde gerne den Zimmerservice in Anspruch nehmen. Und dafür machen wir hier eine Schnellreise hin. Was ist nochmal Zimmerservice? Yelena Morales. Ein redseliger Guerillero namens Hugo wird im Grand Hotel Caballero verhört. Hugo weiß, wo sich das Hauptquartier von La Moral befindet. Sorge dafür, dass das Regime das nicht herausfindet. Erreiche das Grand Hotel Caballero. Das werden wir tun. In jedem Fall. Was haben wir eigentlich für eine Waffe bekommen? Eine MG, wie es aussieht. Adel verpflichtet. Ach so, okay, cool. Nett. Wie sieht die aus? Wow, die sieht sehr... Wow, krass. Das sieht echt aus, als wäre die hier straight from Adel. Das ist schon nicht schlecht. Sieht echt nice aus. Was ist das hier? Talisman, ach so. Muschel haben wir und Mimo Abossis Lachen. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Idas Kriegstanz haben wir auch bekommen. Wofür auch immer. Und gerade eben El Tanque. Der El Tanque. Da haben wir den. Ja, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir für unser Fahrzeug bekommen? Nichts anscheinend. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Hier ist nichts zu sehen. Gut. Egal. Achso, ich wollte hier eine Schnellreise machen. Schnellreise. Dann machen wir das. Und machen die Aufgabe für La Moral, und zwar Yelena. Unbefugtes Betreten? Oh Gott. Okay, die Kiste ist da oben. Da kommen wir nicht hoch. Hier irgendwie hoch. Ah, okay, da ist doch was zum Hochziehen. Alter. Okay. Ich hoffe. Wow. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hoffe, der Heli sieht uns nicht. Oh oh oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh mein Gott. Wie kommen wir denn? Kommen wir denn da rein? Achso, kann man die wahrscheinlich kaputt machen? Ne, kann man nicht. Und hier oben vielleicht? Auch nicht. Okay. Gut, gut, gut. Was haben wir hier unten? Noch ein bisschen Benzinos und eine Kiste. Mit ein bisschen Supremo Kleber. Nehme ich sehr gerne. Okay. Okay, wir haben... wo ist jetzt eigentlich nochmal diese... Der Friedhof Santa Amaro ist hier. Ich brauche eine Karre. Ich würde gerne dahin. Nur um zu sehen, was es auf sich hat. Es ist ja dunkel, ne? Es ist ja dunkel.
So, direkt darf ich hier mal rein? Aus der Werkstatt. Ich will nur mal gucken, ob man da wirklich was sieht. Okay. Danke. Man hat ja gesagt, wenn es dunkel wird. Ja, wer sieht uns? Der Heli wahrscheinlich. Wir hauen ja schon ab. Ich will nur mal kurz dahin. Aus dem Weg bitte. Vielleicht finden wir was. Vielleicht aber auch nicht. Das Desfiladero Sombreado. Okay, das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Aber da ist wieder diese Vogelscheuche, die gebaut wurde. Und die Kuhgeräusche. Das finde ich ganz lustig. So, wir gehen einfach hier. Hätten wir auch mit dem Auto hinfahren können. Egal, scheiß drauf. Okay. Ganz ruhig, Freunde. Alles ist gut. So, aber wo ist jetzt? Vielleicht sehen wir auch gar nichts. Ehrlich gesagt. Das kann natürlich auch sein. Aber es wurde jetzt so oft erwähnt in irgendwelchen Notizen, dass wenn man hier nachts hinkommt und dass man dann hier irgendwas sehen soll. Das ist so irgendeine Erscheinung und weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist der Fall. Aber ich befürchte eher nicht. Nö, also ich sehe nichts. Nichts, was jetzt irgendwie... Fake Bloom. Was jetzt irgendwie ins Auge sticht. Ich sehe keinen... Was ist eigentlich das da hinten? Was ist das denn? Für eine Insel hier. Oh, okay. Papageienfisch-Angelgebiet. Also irgendjemand scheint da zu sein. Und hat sein Lagerfeuerchen da angemacht. Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier aber nichts Besonderes. Schade. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass hier irgendjemand rumstreunert. Offensichtlich ist das aber nicht der Fall. Was mit dem Kreuz? Nichts. Ist auch keine Gruft oder ähnliches, wo man rein kann. Also bis auf die hier, aber da waren wir jetzt schon mal drin. Vielleicht ist ja jetzt irgendwas hier drin. Nee, ist nicht. Ist not the case. Ist nicht der Fall. Okay. Keine Ahnung. Pech gehabt. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal hier den hier. Und machen uns auf die Reise. Und zwar für Yelena. Wo ist das? Das ist genau hier nebenan. Hi. Vielleicht sollten wir nicht auf den Straßen rumlaufen. Ist jetzt keine Ausgangssperre mehr? Ist es dann nur nachts oder was? Weil ich sehe jetzt keine Soldados hier auf der Minimap. Wahrscheinlich ist das nur nachts, oder? Das wär eigentlich ganz cool. Aber ich weiß auch nicht genau. So, das ist unser Ziel. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wahrscheinlich müssen wir die Leiter hoch. Ich schnapp mir erstmal das Zeug hier. Teile und Benzinus. Oh. Oh, er kann uns da reinschmuggeln. Ich kann dich an den Wachen vorbei. Ja, ja, ja. Spring rein. Das ist eine sehr gute Idee, mein Freund. Vielen Dank. Ja. Das machen wir. Was zum Henker war das? Ach so. Egal. Oh Mann! Du machst diese Mission? Sie. Aber hallo. Ich hasse Zahnärzte. Ich auch. Das heißt, wenn man in ihrem Stuhl sitzt, gibt man entweder Informationen her oder sein Leben. Oder beides. Boah. Soll ich Hugo aber schnellstmöglich finden? Das unsere Späherin ist schon vor Ort und wird dir helfen. Okay. Hast du vorhin Yelena gehört? Das ist die Stimme, die wir brauchen. Ist manchmal schwer zu sagen, ob wir gewinnen oder verlieren, weißt du? Am Ende werden wir gewinnen. Das verspreche ich dir. Ganz genau. Wir werden siegreich sein am Ende, mein Freund.
habe niemals Zweifel. Man kann nicht rausgucken, außer aus diesem Mini-Kuckloch hier. Wir sind schon da, oder was? Zwischenstopp. Oh oh. Kontrollpunkt. Okay. Bleibt. Pass bloß auf, Danny. Okay. Falls irgendjemand aufmachen sollte, bin ich ready. Vom Oberkommando. Alles klar, einmal aufmachen. Wir werfen einen Blick rein. Ich weiß nicht. Das darf eigentlich nur der Boss öffnen. Nicht mal ich weiß, was da drin ist. Was soll das denn bitte heißen? Hey, ich befolge nur Befehle. Mach ruhig auf. Aber die Zahnärztin meinte, niemand darf einen Blick reinwerfen. Ah, für die ist das. Egal, weiterfahren. Das hat sogar geklappt. Wie billig ist das denn? Okay, weiterfahren. Wir wollen also da oben auf den Hügel. Wenn die irgendeinen Mucks macht, schieße ich. Okay, alles ist gut. Ganz ruhig, mein Freund. Zahnärzte kommen immer zu spät. Diese hier leider nicht. Okay, die ist wohl immer pünktlich. Na dann los. Wir gehen den Kollegen erstmal hinterher. Monumento Nacional. Asociación Nacional de Monumentos. Ministerio de Cultura. Kulturministerium also, okay. Sind die jetzt hier hoch? Ich glaube schon, oder? Ja, sind sie. Okay, was geht denn hier ab? Das wird wohl die Zahnärztin sein. Oh Gott. Jetzt erzählen Sie. Wo ist das Hauptquartier von La Mora? Fick dich, ich habe Futter! Haben die da eine Leiche da reingeworfen? Oh, die Zahnärztin, die wird wahrscheinlich Zähne ziehen. Aber wo genau? Rechts halt und fick dich, hast du nicht verstanden? Wenn du gern feste Nahrung zu dir nimmst, wirst du mir sagen, wo sich La Mora versteckt. Okay, wir sollen das... Alter. Warum spotten sie immer? Wir sollen das, das Verhör beenden. Dann sollten wir das auch tun. Frag mich nur, inwiefern. Und, ob wir... Oh mein Gott. Hat der gerade einen Zahn gezogen bekommen? Was ist denn das da eigentlich? Ekelhaft. Mit dem Greenscreen? Macht ihr da einen Livestream oder was? Tschüss. Okay, wir haben hier ein Ausrufezeichen. Was ist das? Beseitigungsauftrag. Unsere Kameraden an der südlichen Grenze waren fleißig. Nach und nach wird Yara von allen Dissidenten und Parias gereinigt. Er wartet in Kürze Leichen vom Kontrollpunkt. Entsorgt sie in der Säure. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt. Da werden wir auf jeden Fall auch noch hin. Gut, gut, gut. Ich schau mal, ob ich hier irgendwie... Oh, ich finde das ganz cool, dass wir uns so schnell bewegen jetzt im Kriechmodus. Da haben wir eine gute Rüstung. Nö, du hast uns nicht gesehen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wer sieht uns? Ist ein bisschen ausgeartet, natürlich. Na, rufen die jetzt zur Verstärkung? Die Zahnärztin ist tot. La Morale ist erst einmal sicher.
echt gute Neuigkeiten, Danny. Oh, und ich arbeite an einem Geschenk für dich. Was denn? Das Hotel. Ich übernehme es. Wir haben hier den letzten Guerillero gefeuert. Sicher, dass du nicht zu La Moral gehörst? Ich meine ja nur. Oh mein Gott. Granate! Granate, tschüss! Okay, könnt ihr mir auch mal helfen? Wie wär's denn damit? War das alles? Was passiert hier? Ich glaube, das war's. Yes. Hey, wo war der denn? Oder ist er jetzt eher nachgekommen? Er war mit seinem Oberkörper frei. Die Maschine, El Tigre. Okay. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Sie sind wenige, wir sind viele. Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Moral kennt? Jeder, der Yaras Militär angreift oder unsere Wirtschaftsinteressen, ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No prio capis, por nada. Und Kat, bin weg. Was für ein Clown. Oh Gott. Oh, ich glaube, sie mag ihn nicht. Señor Presidente. Admiralin, schön, Ihre Stimme zu hören. Admiral Benitez. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in El Este für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Jetzt gibt's Ärger. Admiralin. Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie, Señor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Señor Presidente. Sag doch noch Gracias dazu, oh mein Gott. Die scheint auch sehr crazy zu sein. Das erste Mal, dass wir sie kennenlernen. Aber sie hat nicht den besten Ruf beim Präsidenten, wie es aussieht. Und dieser Clown, McKay, der ist lustig. Schlüssel zum Hotelzimmer. Was? Wir sind ja wieder im... Moment mal, wir sind ja wieder hier. Warum sind wir denn hier? Das gefällt mir nicht. Wir müssen wieder zurück ins Hotel. Hallo? Warum? Okay. Wo war denn das Hotel jetzt? Hier. Gran Hotel Caballero. Psst, da gab's doch noch was zu holen, Mann. Egal. Ja, wir reden mal mit Yelena. Hier drüben. Ja, ich weiß. Erzähl mal. Dank dir ist Benites Verteidigung im ganzen Osten zerstreut. Hm. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ihr Hauptquartier anzugreifen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Soldados dort sind. Mm. Deswegen lautet der Plan wie folgt. Du, La Moral, die Ancianos und dieser Panzer schleichen ganz leise auf die Insel. Der Panzer. Mit dem ollen Panzer schießen wir Löcher in die Festung. Und dann schießen wir so lange weiter, bis Benitez tot ist. Sie hat sicher für viele Angriffsszenarien vorgesorgt. Aber über eine Pontonbrücke mit einem Panzer auf die Insel kommen, steht sicher nicht auf der Liste. Okay. Schleichen mit einem Ich habe den Treffpunkt mit El Tigre auf deiner Karte eingezeichnet. Ohne. Okay, wo ist denn das gute Harpune? Ach so. Ah, mit dem Panzer kommen wir hier durch. Ich wusste es. Es war so klar, es musste eine Story-Mission sein. Man konnte hier nirgendwo hochklettern,
mit, wir konnten auch nicht hier mit Absprung darüber fliegen. Man hätte es versuchen können mit einem Heli, aber ich glaube, die Flugabwehranlage hätte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist also jetzt die Hauptaufgabe. Interessant, cool. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Das werden wir auch machen. Aber ich möchte jetzt erst einmal in Konuko alles erledigen. Das heißt, wir haben hier noch ein Versteck, das wir aufdecken können. Wir haben hier noch alles auf eine Karte, eine jaranische Geschichte. Ein Hinterhalt und natürlich die Satellitenstation Roca Pequeña. Genau das werden wir jetzt auch in Angriff nehmen. Was ist das hier? Kontrollpunkt. Achso, das haben wir vorhin aufgedeckt. Gut. Ich weiß nicht, warum sind wir nicht im Grand Hotel geblieben? Ich hätte mir gerne noch Sachen da angeguckt. Das ärgert mich jetzt etwas. So. Hier können wir einen Absprung machen. Oh, das ja. Das ist ja cool. Oder eine Schnellreise. Wir machen eine Schnellreise hier. Wir waren noch nie in diesem Versteck, aber können eine Schnellhinreise machen. Das ist etwas verwirrend. Aber ich nehme es sehr gerne an. Mhm. So. Natürlich schnappen wir uns wieder das ganze Zeug hier, die ganzen Dolce und Gabbana-Täschchen. Ja, dankeschön. Merci, merci, merci. Mhm. Was ist das denn hier? Auf den Fahrersitz? Mit was ist das? Da, das fahren wir gleich, das Ding. Was auch immer das ist. Innenraum. Avispa Gyrocopter. Improvisiert. Gyrocopter? Kann man damit fliegen? Okay, wir schauen uns erstmal hier um. Und dann schnappen wir uns dieses Ding mal. Und gucken, was es taugt. Los. Bandido-Einsätze verwalten. Ja, was bedeutet das überhaupt? Für Bandido-Einsätze musst du Anführer und Rekruten einsetzen. Anführer schließen sich dir an, nachdem du Einsätze und jaranische Geschichten abgeschlossen hast. Rekruten gewinnst du, indem du Geiseln befreist, Poster verunstaltest und Werbetafeln zerstörst. Das haben wir schon mitbekommen, ja. Boom, boom, Benito. Kommandantes Ansehen. Was ist das, Benito, der Pirat? Das sind irgendwelche zusätzlichen Dinge, aber ganz ehrlich, das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Vielleicht. Das gehört wahrscheinlich aber nicht zur Hauptaufgabe, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist ganz nett, dass man sowas auch machen kann. Muss aber nicht. Das muss ich jetzt nicht machen. So, wir haben nämlich genug anderes Zeug zu tun. Was ist das denn? Einsammeln. Ich habe noch mehr Infos für dich. Cool. Noch mehr Infos für uns? Was meinst du damit? Zeig mal her. Sag mir, was du weißt. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Verbrennungen oder Chemikalien oder Giften. Geht. Davon gibt es in der Nähe nämlich eine Menge. Ah, okay. Merkst du, wie die Lunge beim Einatmen brennt? Ja. Das ist der Gestank von einer der größten Säurefabriken von McKay. Ich habe gehört, die Soldados schmeißen vermeintliche Parias einfach in die Kessel. Danke sehr. Säurefabrik von McKay Global. Okay, das müssen wir... Den müssen wir unterbinden. FND-Basis. Absolut. Ja, das finde ich gut. Das ist ein gutes Ziel. Sollten wir auf jeden Fall verfolgen. Vielleicht nicht sofort, wenn das nicht auf dem Weg liegt, aber... Wir werden es tun. So, was ist denn... Was kann man denn hier brauen? Interagieren. Rezepte kann man hier machen. Yarampanadas. Okay, gegen was? Gegen Mahlzeiten eintauschen. Hasenfleisch. Sofort Spaghetti. kaufen mit... Ja, komm, weißt du was? Was haben wir für einen Effekt jetzt? Deine maximale Ausdauer und dein Bewegungstempo wurden oder werden erhöht. Aber habe ich das jetzt schon gegessen oder nicht so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du noch was für uns. Was kannst du mir sagen? Danny. Das Militär hat einen Vorratsabwurf angekündigt. Ah, ist ja super. Hättest du Lust, das für uns zu erledigen? Eigentlich... Muchas gracias.
eigentlich nicht, aber wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem, weil wir alles tun. Weil wir einfach alles machen hier in diesem Spiel. So, wir machen mal den hier. Wo haben wir noch was zu erledigen? Hier, den hier. Ja, das haben wir gerade bekommen. Oh, hier ist die Säurefabrik. Okay. Ja gut, nach La Rioja oder Hoya Rioja wohl eher, möchte ich noch nicht. Davor möchte ich gerne erstmal das hier. Hier haben wir noch ein paar Sachen bekommen. Eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Erstmal machen wir hier Codename Arasari. Ein Hinterhalt. Schauen wir uns mal an. Aber erst einmal möchte ich mir das hier angucken. Hoch. Kann man damit fahren überhaupt? Ach, das ist ein Beifahrersitz. Ich Schlaukopf. Fahrersitz. So, das ist es. Whoa. Okay. Das ist komisch, aber auch gleichzeitig sehr, sehr cool. Wow. Was für ein geiles Gefährt. Wie so ein kleiner Mini-Heli. Scheiße. Die Guerrillero. Ja, ja, ich bin ja dabei. Ich sollte vielleicht nicht mittendrin landen. Aber auch nicht hier. Und auch nicht hier. So, vielleicht landen wir einfach mal hier. Alter, was für ein geiles Ding das ist. Bitte, geh nicht kaputt. Das ist voll cool. Oh, direkt sehen sie uns. Jetzt ganz vorsichtig. Ja. Moment. So, wir machen den hier erstmal. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Nein, keiner sieht uns. Wenn die ausbrechen, wäre hier die Hölle los. Ja, das glaube ich gern. Vielleicht lassen wir die auch einfach ausbrechen. Wie wäre es denn damit? Explodiert der jetzt oder nicht so? Was war sie? Hat da noch jemand? Ja, was explodiert denn da alles? Okay. Jo, die machen auch was, das finde ich gut. Ich glaube, das war's schon. Das lief doch ganz gut, Freunde. Hey, gute Arbeit. Sehr, sehr gute Arbeit. So, ich schnapp mir das Zeug. Vorratslieferung wird gestohlen. Ganz ruhig. Oh, da hinten gibt's, glaube ich, noch Ärger. Aber das haben wir erledigt. Hinterhalt abgeschlossen. Das war jetzt erstmal wichtig, dass wir das hier mitnehmen. So, ihr kümmert euch da drum, ne? Freunde, ihr kriegt das hin. Ich schau mich mal hier ein bisschen um. So. Dankeschön. Oh mein Gott, was ist denn? Das tut mir sehr leid, ich konnte sie nicht retten. Was gibt's denn hier? Oh, zerknüllter Zettel. Petra, wenn du das ernst meinst, dann müssen wir bald eine Wahl treffen. Wenn du noch länger wartest, wird diese Wahl für dich getroffen. Lass uns das persönlich besprechen. Villar. Und eine Shuttle direkt. Mit einer Sprühdose, natürlich. Was auch sonst. Das ist so... Oh Gott, ey. Diese Sprühdosen, die machen mich wahnsinnig. Ich will cooles Zeug, Mann, und keine Sprühdosen. Die kann man... Oh Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. Gut, dass wir das hier eingenommen haben.
Diese Drecksäcke haben es verdient. Okay, der... Cool. Der... Was zum Henker? Wer hat denn das geworfen? Moment. Das lässt nicht auf mir sitzen. Wo bist du? Drecksack. So. Okay, den hätten wir. Wir steigen in unser Gefährt, würde ich sagen. Voll das geile Teil. Voll das coole Teil einfach. Ich meine, guck mal, das ist so chillig hier drin. Ich hätte das gerne selber. Wie so eine Mini-Drohne, wo man sich reinsetzen kann, weißt du? Wo wollen wir denn hin? Wir könnten einfach mal hier. Alles auf eine Karte. Dafür haben wir auch eine jaranische Geschichte, glaube ich. Jawohl. Von Petra Toka. Was? Hilft den Bauern aus dem Valle de Fernando. Die Bauern aus dem Valle de Fernando sind fürs Erste auf Libertad-Seite. Doch sie wurden schon zu lange ignoriert. Die Spannung zwischen beiden Seiten wird größer und sie sitzen genau zwischen den Stühlen. Sprich mit Petra. Das werden wir tun. Wo müssen wir hin? Da hinten. Let's go.